Welche Aktie wir für die geilste der Welt halten? Genau das verraten wir dir in diesem Video. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back. Und heute ist ein sehr bewegender Moment. Es wird ein sehr emotionales Video, denn wir werden euch heute verraten, was sozusagen unsere Lieblingsaktie ist. Oh ist ja. Gerade noch geheim. Man könnte eigentlich schon drauf kommen, was es ist. Haben wir ja schon öfter erzählt. Wir haben sie auch beide im Depot, das können wir auch verraten. Und es ist Amazon. Genau, oder? Amazon ist es. Wer schon mal fleißig unsere Videos verfolgt hat, der hat ja schon diverse Lobeshymnen von uns über dieses Unternehmen gehört und natürlich auch über die Aktie. Aber wir wollen das heute jetzt noch mal so ein bisschen vertiefen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Genau, los. Und zwar ist ja Amazon erstmal, das wissen viele von euch, eine digitale Plattform. Aber es gibt halt spezielle Mechanismen, die den Erfolg von digitalen Plattformen sozusagen begründen. Und wir klären jetzt erstmal den Begriff digitale Plattform. Was ist denn das jetzt eigentlich? Also, ne, wenn ihr an Uber denkt, dann wisst ihr ja auch, dass Uber sozusagen Mobilitätskonzern ist, aber keine eigenen Fahrzeuge besitzt. Amazon, da ist es im Prinzip genauso. Also, wenn man so will, großer Einzelhandels-E-Commerce-Konzern mit diversen Geschäftssparten, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, besitzen aber im Prinzip auch kein eigenes Inventar. So auch wie Facebook, ne? Größter Medienkonzern der Welt, besitzt eigentlich auch keine oder macht keine eigenen Inhalte, keinen eigenen Content. Mhm. So, das ist dieses Plattformprinzip. Im Prinzip werden dort nur Angebot und Nachfrage von bestimmten Produkten und Dienstleistungen auf digitaler Basis sozusagen zusammengeführt, gematcht. Und Amazon ist für mich quasi wirklich die Mutter aller digitalen Plattformen, weil sie haben das Prinzip so perfektioniert aus meiner Sicht, dass man wirklich an diesem Unternehmen quasi nicht vorbeikommt und an der Aktie deswegen auch nicht. Ne? Also es wird ja immer viel rumgekrittelt bei Amazon, hohes KGV, so gut wie keine Gewinne, so gut wie keine Margen. Mhm. Ja, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, du wirst mit Sicherheit auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen gleich. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was die für Umsätze generieren, das ist wirklich gigantisch. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. 2016 haben sie 135 Milliarden US-Dollar eingetütet und 2020 werden es, wenn die Prognosen der Analysten stimmen, 325 Milliarden US-Dollar sein. Das ist eine Verdreifachung. Also diese Wachstumsrasanz, die ist einfach unschlagbar. Rasanz. Gibt's das Wort? Aber gefällt mir. Rasanz? Gibt's das? Rasanz? Ja, natürlich. Das ist gut. Das gibt's, das ist gut. Oder? Ja, ja. Also ich schlag's gleich nochmal nach. Ja, ja. Rasanz. Aber es gefällt mir. Also ich habe das auch mit Werf vorgetragen, ja, mit Rasanz sozusagen. Aber Spaß beiseite, also wir kommen jetzt mal darauf zu sprechen, was halt diesen Erfolg von digitalen Plattformen im Prinzip ausmacht. Und das ist letztendlich nichts anderes als der sogenannte Login-Effekt. Und da nehmen wir jetzt uns einfach mal das Beispiel Prime zur Brust. Also ihr wisst ja, Prime ist halt dieser Zusatzdienst, den man halt bei Amazon einbuchen kann. Ich glaube für 70, 75 Euro im Jahr. Man bekommt dann halt Zugang zu dem Videodienst, zur Music. Es werden dann halt die Waren, die man bestellt, werden am nächsten Tag geliefert und so weiter. Mhm. Warum macht das Sinn? Ich habe mir das mal bei mir selber angeschaut, seit ich Prime habe. Im letzten halben Jahr habe ich bei Prime 64 Bestellungen aufgegeben. 64. Also daran sieht man, ich bin so tief eingetaucht sozusagen in den Kosmos und in dieses Universum von Prime, dass ich da halt wirklich meine Bestellungen extrem nach oben geschraubt habe. Und das ist halt das Ding. Ne? Die Kunden werden immer tiefer hineingezogen in den Kosmos. Dadurch wird die Kundenbindung quasi immer stärker. Dadurch nehmen dann sozusagen die Wechselkosten zu. Also das sind die Kosten, die dir sozusagen entstehen würden, theoretisch, wenn du zu einem anderen Anbieter gehst. Also quasi das, was du letztendlich aufgeben würdest. Also du bist ja, du hast eine hohe Gewöhnung, du bist tief drin, du nutzt das Universum, also ne, Music, Video und so weiter und so weiter. Und diese ganzen Vorteile wegzugeben und zu einem anderen Anbieter zu wechseln, das sind also die Wechselkosten. Und die steigen dann wirklich, wenn du so tief drin bist im Prime, extrem an. Die haben 90 Millionen Prime-Mitglieder, übrigens habe ich mir noch aufgeschrieben, die im Schnitt, also ich liege da glaube ich ein bisschen drunter vom Schnitt her, aber 1300 US-Dollar pro Jahr ausgeben. Die Non-Prime-Kunden, die geben hingegen nur 700
US-Dollar pro Jahr aus. Also das heißt, da ist schon ein gewaltiger Unterschied. Mhm. Und daran sieht man wirklich diesen Login-Effekt. Also das heißt, wer wirklich bei Prime ist oder generell erstmal im Amazon-Universum angedockt hat, für den wird es extrem schwer, zu einem anderen Anbieter einfach zu wechseln. Meine Meinung. Da haben wir auch danach noch, kommen auch noch ein paar Zahlen von mir dazu. Also das ist wirklich richtig extrem. Amazon treibt das auch noch viel klüger weiter. Also Prime ist genial, aber ist eigentlich sozusagen nur der Anfang. Das wird noch viel schlimmer werden sozusagen oder besser für Amazon und für uns Aktionäre. Kurz zu den Zahlen zu sprechen zu kommen, das ist normalerweise ja schon sehr wichtig. Jetzt werden natürlich einige sagen, ja gut, Amazon verbrennt Geld oder macht nur, will nur, ist nur auf Expansion aus und so weiter und so fort. Das stimmt natürlich, aber ich muss sagen, bei Amazon sind mir die Zahlen relativ im Moment, relativ sind mir eigentlich egal, was die jetzt Gewinn machen, weil da geht es im Endeffekt einfach nur darum, um diese reine Verdrängung und das machen sie ja genial. Das muss, das muss man auch nicht gut finden, das ist jetzt wirklich keine ethische Aussage von uns. Also wir sagen jetzt nicht geil, dass die alle fertig machen, das ist immer ein ganz anderer Punkt. Es geht jetzt wirklich nur einfach mal darum, sozusagen um die Aktie des Ganzen. Es ist wirklich dieser Würgegriff praktisch als Kunde. Also man, wenn man mal drüber nachdenkt, bei euch ja vielleicht auch so. Man sitzt doch schon so ein bisschen im goldenen Käfig, ne? Ja, ja, das ist schon so. Ich meine, ich habe auch Prime jetzt schon länger und ich merke auch mittlerweile, früher hat man noch so gedacht, oh, da muss ich jetzt irgendwie Bestellwert 30 Euro oder das kostet Versandkosten. Und mittlerweile einfach, man denkt gar nicht mehr drüber nach, einfach auf Amazon guckt, man weiß, es kommt relativ schnell, also es ist ja dann am nächsten Tag meistens schon da. Und selbst so Kleinzeug, 5 Euro, 3 Euro, scheißegal, du bestellst einfach, du weißt, es kommt schnell, du hast keine Versandkosten. Es ist einfach, es ist wirklich so eine Art Würgegriff und man denkt eigentlich auch schon nicht mehr drüber nach. Also, absolut. Und das Geniale an Prime ist ja, Timo hat schon erklärt, die Kunden geben erstens mehr aus, also du hast einen höheren Rhythmus und du hast ja auch planbare Einnahmen. Das heißt, du kriegst jeden Monat, nicht jeden Monat, jedes Jahr diese 70, früher waren es glaube ich 50 Euro, als ich das abgeschlossen habe. Also du hast wirklich einen sehr schönen planbaren Cashflow dann. Du hast wirklich immer Einnahmen, die reinkommen und das werden ja immer mehr, weil das werden ja immer mehr Prime-Kunden. Und da sind diese schönen wiederkehrenden Erträge. Das ist eigentlich so, als hättest du jetzt so einen Wartungsvertrag abgeschlossen bei Amazon, wo du sagst, okay, Jeff Bezos, komm jedes Jahr vorbei und wisch hier mal für 50 Euro durch. So ist das bei Prime. Also du hast wirklich einen sehr schönen, stabilen Stamm an Erträgen, den du schon mal kriegst. Und dann kommen die Bestellungen ja sozusagen auch noch oben drauf. Das heißt, du hast dann noch so einen Kicker, der das oben raushaut. Zum Beispiel der Dash-Button, Fire TV-Stick, das kommt auch noch dazu. Das macht dieses Universum noch besser, zieht dich noch mehr rein. So ein bisschen wie bei Apple, aber bei Amazon geht das halt, finde ich, noch krasser. Vonstatten. Und was auch noch so ein Punkt ist mit diesem Würgegriff, es geht ja dieser Trend so ein bisschen weg von diesem freien Internet, sag ich mal, dass du jetzt wirklich hunderte von Homepages nutzt. Also du gehst jetzt in der Früh rein, gehst auf Google und denkst, ach, was suche ich denn heute mal? Sondern du gehst ja tendenziell, wenn du was kaufen willst, viele gehen schon in die Amazon-App direkt rein. Und also das heißt, Amazon ist eigentlich schon so ein Teil vom Internet, kann man sagen. Also mittlerweile nutzt man ja vielleicht 5 Apps. Du nutzt Instagram, du nutzt WhatsApp, du nutzt vielleicht noch Facebook, YouTube, Google natürlich und Amazon. Das sind eigentlich so die großen. Und das Ding ist, es nimmt halt immer zu. Es gibt also dadurch, dass halt dieses Produktuniversum oder dieses Service-Universum bei Amazon so extrem groß ist, auch bei Prime, nimmt dieser Effekt extrem zu. Denn Jeff Bezos hat jetzt selber neulich mal gesagt, also zum Beispiel, wenn wir jetzt für irgendeine Serie XY den Golden Globe gewinnen, dann hilft uns das wieder, den Dash-Button besser zu verkaufen. Mhm. Also das heißt, diese Verknüpfung, diese Querverbindungen, die sind halt auch extrem gegeben. Und das schlachten die halt wirklich aus meiner Sicht genial aus. Ja, das ist perfekt. Wir können noch kurz eine Grafik einblenden, bevor ich das vergesse hier. Also Online-Shoppers, die ihre Suche auf Amazon beginnen, können wir hier, sehen wir ja sehr schön, wie das hochgeht. Das geht jetzt hier nur bis 2016 leider, diese Statistik. Aber sie wird wahrscheinlich mittlerweile schon viel höher sein. Und das zeigt einfach, dass wir immer mehr im Würgegriff von Amazon sind. Und das Problem ist, dass mir neulich auch aufgefallen, jetzt als Vorbereitung auch für dieses Video, selbst wenn du auf Google gehst und nach was suchst, meistens steht dann auch ganz oben was? Ja, Amazon. Das ist halt, also wie gesagt, selbst wenn du dieses, wenn du Google noch vertraust und da was suchst, dann kommst du auch meistens zu Amazon. Jetzt mach ich noch kurz weiter. Ja, auf der anderen Seite hat Amazon ja auch nicht nur uns Kunden im Würgegriff sozusagen, sondern auch die Konkurrenz und die ganz besonders. Also, dass die jetzt den Einzelhandel gefährden, okay, das ist geschenkt, das brauchen wir jetzt nicht nochmal erzählen. Amazon verkauft ja natürlich direkt an seine Kunden, aber es läuft ja auch immer mehr über diese Plattform einfach. Und Amazon ist da einfach die größte sozusagen.
Das heißt, kleine Händler müssen sich einfach überlegen, okay, gehe ich jetzt komplett unter, kaufe gar keiner mehr bei mir oder lasse ich mich auch einfach auf diese Amazon-Plattform ein und verkaufe über Amazon. Ja. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ganz schön, okay, gut, dann mache ich das da, aber du hast natürlich das Problem, du musst natürlich nach der Amazon-Pfeife tanzen. Ja. Du musst dir ja schon mal überlegen, wenn ich jetzt über Amazon was bei jemand anders kaufe, es gibt jetzt Probleme oder und so weiter und so fort. Kommunikation läuft ja auch nur über Amazon. Du nimmst ja eigentlich, hast ja keinen Kontakt zu diesen Händlern. Es ist quasi wie so eine Diktatur, es gelten einfach die Regeln von Amazon. Und was auch sehr spannend ist, Amazon hat ja diese ganzen Daten. Das heißt, du kaufst jetzt nicht direkt bei Amazon, sondern bei hier XY. Das heißt, Amazon sieht jetzt genau, okay, welche Produkte laufen. Mhm. Und theoretisch kann Chef Bezos dann natürlich hergehen und sagen, okay, diese Unterhosen in rosa-grün laufen jetzt sehr gut. Ja, dann bauen wir das jetzt sozusagen einfach nach und machen das natürlich ein bisschen billiger. Unterhosen in rosa-grün. Ich glaube, ich habe gerade eine Merchandise-Idee für die Mission Money. Oder? Das wird super. Warum aber du hast so schöne rosa-grüne Unterhemden dazu? Oder in hellblau vielleicht. Ja. Und das ist eben auch schon wieder genial. Ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen teuflisch, kann man fast sagen. Also wie gesagt, diese kleinen Händler müssen sich eigentlich drauf einlassen auf dieses Spiel. Ja. Gerade bei Amazon ja auch bei dieser Lieferung einfach diese Standards setzt. Es ist kostenlos in der Regel, es geht mega schnell. Ja, da kann so ein kleiner gar nicht mithalten. Genau, das ist das Ding. Also dieses Prinzip digitale Plattform, weil sie halt schon so früh dabei waren, im Prinzip First Mover waren und halt das Ganze so dermaßen schnell und aggressiv vorangetrieben haben, also quasi die, und halt wirklich auf dieses Customer First Prinzip setzen. Mhm. Dadurch haben sie halt wirklich extrem viel richtig gemacht und die anderen hinken da aus meiner Sicht wirklich ganz, ganz weit hinterher. Also sie haben absolut einen Standard gesetzt, den man so schnell da wirklich nicht mehr weg verdrängen kann. Also das heißt, der berühmte Burggraben, den ja Buffett immer einfordert, der ist da absolut gegeben. Absolut. Mhm. Und das macht halt für mich dieses Unternehmen oder für uns beide dieses Unternehmen so einerseits so kultig und andererseits natürlich auch die Aktie so erfolgreich. Teuflisch gut, könnte man sagen. Teuflisch gut. Jetzt könnte man aber natürlich auch noch mal ein bisschen Kritik üben an Amazon, weil wir wissen ja alle, also Umsatzzahlen habe ich eben schon genannt und dass da der Gewinn dann auch nur, ich glaube, bei 4 Milliarden ist. Also wenn man jetzt mal vergleicht, was hatte ich eben gesagt, 135 Milliarden Umsatz und nur 4 Milliarden Gewinn, das ist natürlich, machen wir uns nichts vor, das ist jetzt nicht gut. So. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese Margen im Handel jetzt nicht exorbitant groß sind. Also das muss jeder wissen. Also das heißt, da muss man über die Menge gehen. Da muss man wirklich extrem über die Menge gehen. Und das ist ja das, was Amazon letztendlich auch anstößt. Jetzt haben sie aber einen ganz coolen Geschäftsbereich natürlich noch mit dabei, der gerade auch wirklich unglaublich rasant wächst. Mit Rasanz. Mit Rasanz. Und zwar Amazon Web Services. So, also das ist ja das Cloud-Geschäft. Also sie stellen im Prinzip die Infrastruktur für gewisse Cloud-Dienste sozusagen zur Verfügung, also dass dann halt die Unternehmen sozusagen die Möglichkeit haben, quasi in so einer digitalen Wolke ihre Daten, ihre Software und so weiter abzuladen. So, dafür stellt Amazon die Infrastruktur zur Verfügung. Sie sind in diesem Bereich auch Marktführer, haben natürlich große Konkurrenz, weil Google mischt in diesem Geschäft mit, Microsoft mischt in diesem Geschäft mit, IBM und Oracle, wobei die halt so ein bisschen hinterherhinken und dann eher ein bisschen Probleme haben. Aber Amazon ist da halt wirklich ganz, ganz weit vorne. Und das Besondere dabei ist halt, dass da halt auch wieder, wie bei Prime, also wiederkehrende, stabile Erträge am Start sind und dass die Marge wirklich gewaltig ist. Also ne, eben haben wir gerade ein bisschen gekrittelt, 135 Milliarden zu 4 ist ziemlich wenig, aber ich habe mal die Zahlen angeschaut. Amazon Web Services ist in den ersten drei Quartalen 2017 hat 2,3 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt und in dem Bereich ein Betriebsergebnis von 890 Millionen.
Also das ist schon ziemlich ordentlich. Also das kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Das heißt, die Marge ist in diesem Bereich wirklich sehr, sehr gut. Und das Besondere dabei ist, der Umsatzanteil ist zwar jetzt noch nicht so gewaltig groß, aber durch diese enorme Profitabilität, die in diesem Bereich da ist, hätte Amazon theoretisch auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, wenn wir diese Sparte an die Börse bringen, das wird ein absoluter Renner. Also das wäre auch wirklich, da würde ich meine gesamte Kohle irgendwie zusammenkratzen, alles, was ich irgendwie habe, und würde in diese Sparte hinein investieren. Also, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man darf sich natürlich nie ein zu großes Klumpenrisiko im Portfolio schaffen. Aber ohne Witz, das wäre ein Unternehmen, in das ich definitiv hinein investieren würde, wenn es an die Börse geht. Also das heißt, wenn Amazon auch nochmal Geld brauchen würde, hätten sie damit natürlich einen Bereich, den man sehr, sehr leicht, sehr, sehr schnell an die Börse bringen könnte, um damit wirklich ziemlich viel Cash zu generieren. Das ist eine ganz gute Idee eigentlich. Also macht euch da schon mal parat, legt schon mal ein paar 3,80 zur Seite. 3,80, ja, es wird nicht so kommen. Also die 3,80, die legt ihr natürlich für unseren Merch erstmal zur Seite, der in diesem Jahr bald kommen wird, ne? Also hier Unterhosen und so. Nee, Spaß. Also Amazon Web Services, das ist jetzt nur so ein Theoriekonstrukt von mir, spontan jetzt gerade aufgestellt, aber es ist so. Es ist ja, so, auf jeden Fall. Bleiben wir mal bei der Innovation. Das finde ich nämlich grundsätzlich bei Amazon einfach toll. Also das Unternehmen und auch Jeff Bezos ist ja wirklich so ein Vorreiter. Er hat ja drei Prinzipien, also langfristiges Denken. Das gefällt uns und euch, denke ich mal, sehr gut. Das sieht man auch, put your customer first. Das kann man nicht oft genug sagen, aber da ist wirklich Bezos davon besessen, hat man den Eindruck. Das erzählt ja jeder irgendwie. Ja gut, die Kunden sind bei uns sehr wichtig, aber bei Bezos ist das wirklich, der zieht das durch. Und eben auch erfinden, das ist ihm auch sehr wichtig. Also der war wohl in den 90er Jahren, als er angefangen hat damals oder noch ein bisschen früher, war der schon richtig durchgepeitscht und hat sich wohl ständig irgendwie in so Probleme verbissen, hat einfach sich ständig aufgeregt, ja, die Leute, die stellen den Status quo einfach nicht in Frage, die wollen nichts Neues erfinden. Und der liebt einfach diese Innovation wirklich. Also der ist einfach richtig durchgepeitscht, richtig besessen davon. Ich kann noch mal ein schönes Zitat vorlesen von good old Jeff hier. Es gibt noch so viel neu zu erfinden, es wird noch so viel Neues passieren. Man macht sich noch keine Vorstellung davon, welchen Einfluss das Internet zukünftig haben wird und dass dies in vielerlei Hinsicht der erste Tag ist. Und das macht mir halt wirklich Hoffnung. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt kein Bezos-Fan in diesem Sinn. Ich kann jetzt nicht mal sagen, dass er mir mega sympathisch ist oder dass ich den jetzt bewundere. Aber ich habe einfach Vertrauen, dass der einfach dieses Unternehmen immer wieder nach vorne bringt. Timo hat es ja schon gesagt, mit diesem Burggraben, es gibt ja immer das Problem mit Disruption. Es kann mal schnell eine neue Plattform geben, aber Amazon habe ich da jetzt einfach keine Angst, weil die disrupten sich gefühlt einfach ständig selbst. Und das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Drohnen ausliefern, hier Prime Air, das läuft jetzt schon an, das finde ich sehr cool. Amazon Key ist auch sehr cool, das ist eigentlich so ein Problem. Ja, das ist sozusagen, um es kurz zu machen, du installierst dir eine Kamera, die ist mit Alexa verbunden, so im Haus, machst dir dann so ein, wie so ein Zahlenschloss an die Tür und wenn dann der Paketbote kommt, kann der sozusagen ins Haus rein, ohne dass jemand zu Hause sein muss und stellt dann das Päckchen ab. Also das ist wirklich so ein mega Pain, wie man ja so schön neudeutsch sagt. Ich habe wirklich die Postfiliale direkt ums Eck, aber was ich da trotzdem im Jahr Zeit verschwende, um da hinzurennen und dann ist das Paket vielleicht doch mal nicht da, hat der Laden zu, was weiß ich, und der ist wirklich direkt ums Eck bei mir. Also Leute, die da vielleicht mal noch 10 Minuten mit dem Auto dann fahren müssen und viel online bestellen, also das ist schon nervig. Und wenn das Amazon, ich bin mir sicher, dass die das lösen flächendeckend. Und das ist auch richtig geil, da haben wir auch neulich drüber gesprochen, wenn man sich jetzt das vorstellt mit Blockchain, Internet of Things. Man stellt sich das mal vor mit diesem Dash-Button, den es ja schon gibt. Sei mal, Amazon arbeitet jetzt irgendwie mit IOTA zusammen oder irgendeinem neuen Unternehmen, was weiß ich. Du hast dann einfach den Kühlschrank zu Hause stehen, stellst ein, gut, da müssen immer so und so viel kann Milch drin sein. Bier und Absinth und Wodka im Gefrierfach. Und dann sozusagen, der Kühlschrank bestellt dann selbst, so könnte man sich das mal vorstellen, das ist gar nicht so unrealistisch, wickelt dann auch noch über Blockchain und so weiter die Bezahlung selbst ab. Dann kommt hier der Postfritze, kommt in deine Wohnung rein, auch wenn du nicht zu Hause bist, räumt dir den Kühlschrank ein, lässt dann vielleicht noch gut deine Playstation mitgehen, aber das ist halt dann, mein Gott, musst du eigentlich aufnehmen. Aber du musst sozusagen nichts mehr machen, du musst nicht einkaufen, also du musst nicht mal bestellen, du musst nicht zahlen, du musst nichts schleppen, du musst nicht mal zu Hause sein. Also das könnte schon ziemlich geil werden und da wird Amazon sicherlich ganz vorne dabei sein, wenn das so kommt. Absolut. Das dockt so ein bisschen an meinem letzten Punkt, an den ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar ist das die Aggressivität. Also die finde ich wirklich bewundernswert. Die Aggressivität, mit der Amazon wirklich in sämtliche Bereiche hineingeht. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, in wie vielen Branchen die letztendlich mit
mit dieser Plattform letztendlich eingedrungen sind. Also Handel, Cloud, Filmgeschäft, Auslieferungen von Lebensmitteln, Smart Home. Das ist wirklich unfassbar. Und, keine Bremse. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass sie es gut machen werden. Also, dass die Qualität letztendlich dann auch stimmt von den Services und Produkten, die sie in den neuen Bereichen sozusagen anbieten. Ich kann es jetzt gar nicht, noch nicht mal in irgendwelchen Zahlen oder so festmachen. Das ist einfach nur sozusagen meine Interpretation der Dinge. Natürlich besteht die Gefahr, wenn man relativ viel macht, dass man sich auch relativ schnell verzettelt und dass es immer mal wieder Bereiche gibt, die möglicherweise nicht so margenstark sind oder wo es dann halt möglicherweise Probleme gibt. Aber ich habe wirklich den Glauben daran, dass halt, sagen wir mal, 80-90% der Bereiche sehr, sehr gut laufen können. Ja. Das finde ich nämlich auch. Also zum Beispiel Google ist ja auch ein tolles Unternehmen, aber da hat man das Gefühl, okay, die nehmen das irgendwie so, Spielwiese, wir daddeln da mal ein bisschen rum, daddeln da rum, aber entweder hörst du da nichts mehr davon oder da kommt nichts. Und bei Amazon hat man das Gefühl, okay, da sitzt irgendwie fast alles. Klar, werden ja auch mal Geld verbrennen, da geht auch mal was schief, aber irgendwie ist das alles, das läuft. Ja. Sehe ich absolut so. Was ich mir zum Beispiel mal vorstellen könnte, dass die vielleicht auch mal eine Airline kaufen oder sowas oder selber eine aufziehen. Vielleicht kannst du dann irgendwie, vielleicht bieten die sogar die Flüge dann für Prime-Mitglieder zum Beispiel umsonst an. Dann kannst du spazieren fliegen, dann können sie unten vielleicht noch die Fracht spazieren fahren. Dann sitzt du da drin, kriegst schon wieder die neuesten Amazon-Angebote, kannst während dem Flug schon wieder bei Amazon bestellen, was weiß ich. Also ich glaube, die werden noch so viel machen, da wird noch so viel kommen. Jetzt noch ein paar kurze Zahlen hier. Verkäufe von Amazon Fire TV Sticks haben sich mehr als verdoppelt im letzten Jahr. Also für diese Fire Kids Edition Tablet auch mehr als verdoppelt. Shopping über die Amazon-App, Apps sind jetzt wirklich nichts Neues mehr, aber stieg über die Feiertage um 70% an. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich meine, bei Amazon einkaufen ist jetzt eigentlich auch nichts Neues mehr. Ja. Mehr als 4 Millionen haben über die Feiertage, also in einer Woche, ein Prime-Test-Abo abgeschlossen. Mehr als 4 Millionen. Ist auch nicht schlecht. Und jetzt kommen wir noch kurz zu meinem großen Ding, was ich auch toll finde. Spracherkennung. Alexa ist ja auch jetzt sozusagen nichts Neues. Gibt es jetzt auch bestimmt schon ein Jahr, gibt's, oder Matze? Ja, ein gutes Jahr auf jeden Fall. Steve Wozniak hat das ja damals schon als Game Changer beschrieben. Also ich glaube sowieso, Sprachsteuerung wird in Zukunft eine sehr große Rolle spielen. Und auch diese persönlichen Assistenten sozusagen. Siri gibt es ja auch schon länger, aber das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, mich hat es nie vom Hocker gerissen. Das wird sicherlich noch viel mehr kommen. Hier eine Studie von RBC Capital sagt, allein 10 bis 11 Milliarden Dollar, sagen die voraus, zusätzliche Erlöse durch Alexa-related Services, also sozusagen ein Geschäft, was irgendwie an Alexa dranhängt. Dieser günstige Echo oder Amazon Echo Dot, der hat wohl alles getoppt bei den Verkaufszahlen. Das war wohl das Top-Produkt auf Amazon schlechthin in letzter Zeit. Bekanntheit von Alexa steigt auch. Ich habe es mir kurz vor diesem Video, lustigerweise, ist kein Witz, bestellt jetzt auch endlich, hat es noch nicht. Ich glaube, der Kollege wird es auch bald. Ja, mein Bruder hat es schon und es ist tatsächlich eine lustige Spielerei, die natürlich auch sehr, sehr viel Potenzial birgt, weil man kann wirklich perspektivisch, wenn das Smart Home dann in ein paar Jahren tatsächlich da ist, komplett alles über Alexa steuern. Also quasi die komplette Hütte mit Alexa synchronisieren und sich dann halt alles einstellen. Du hast es eben schon angedeutet und angesprochen. Also das wird, glaube ich, auch wirklich ein Riesending und Und das Geniale ist, es ist jetzt nicht nur so Megatrend, bla bla, weil das heißt ja oft und steckt dann vielleicht auch oft nichts dahinter, sondern Echo ist nämlich genial. Hier Studie von Consumer Intelligence Research Partners, die haben nämlich herausgefunden, Timo hat es zwar schon angesprochen, Prime-User geben $1,300 im Schnitt aus pro Jahr. Ja, und jetzt kommt es, Echo-Besitzer 1.700. Wir können da nochmal kurz eine Grafik einblenden. Da sieht man nochmal sehr schön, also Amazon-User im Durchschnitt, was die so ausgeben, so ungefähr um die 1.000 Prime User um die 1.300 und Echo-User 1.700. Also das heißt, das ist nicht nur ein Trend, sondern es bringt auch einfach Cash unterm Strich. Und das ist halt ziemlich cool. Also Echo-Besitzer geben im Schnitt 66% mehr aus als der durchschnittliche Kunde. Das ist schon wirklich heftig. Ja. Also das heißt, wir haben jetzt ziemlich viel über das Unternehmen gesprochen. Jetzt wollen wir auch nochmal ein bisschen über die Aktie sprechen. Das ist kein Geheimnis, dass wir sie beide im Depot haben. Wir haben es vorhin auch schon erwähnt. Ich liebäugle ja damit,
in diesem Jahr nochmal ein paar Aktien loszuwerden und meinen Cashbestand aufzubauen, werde ich euch auf jeden Fall up to date halten, was sich da tut und das auch nochmal alles seriös begründen für diejenigen, die halt in den letzten Wochen neu dazugekommen sind und da meine Überlegungen möglicherweise in den anderen Videos noch nicht so mitbekommen haben. Aber Amazon wäre tatsächlich eine Aktie, die ich auf jeden Fall nicht verkaufen würde. Also es gibt insgesamt 4 in meinem Depot, die ich nicht verkaufen würde, die für mich absolut da reingehören. Das sind aber andere Videos. Und Amazon ist definitiv eine davon. Sie ist übrigens auch meine erfolgreichste Position, die ich habe. Und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Und es ist mir auch völlig Wurst, dass da keine Dividende gezahlt wird. Ich würde auch jede kleinere Korrektur und mit entsprechend Cash würde ich tatsächlich ausnutzen wollen, da nochmal wirklich Stücke aufzubauen. Das stimmt, wenn das fällt mal richtig, das wäre eigentlich fast schön, wenn es das mal zusammenhaut. Ja, genau, wenn es mal wirklich einen schönen Rücksetzer gibt, weil, wie gesagt, ich bin so dermaßen von der Expansionsstrategie, von der Aggressivität und von den Geschäftsmodellen, muss man ja mittlerweile sagen, die aufgebaut haben, überzeugt. Und deswegen ist das für mich eine absolute Must-Have-Aktie. Und ja, ich bin sehr glücklich mit diesem Investment. Also ich will sie auch nicht verkaufen, auf keinen Fall. Also, und wie gesagt, ich habe schon vorher angesprochen, mit den Zahlen, da bin ich normalerweise schon auch ein bisschen kritischer. Bei Amazon, da schaue ich wirklich einfach nur auf die Strategie und die geht für mich auf. Und da sind so viele Sachen in der Pipeline, die jetzt gerade, die schon anlaufen, erfolgreich wie Echo. Und wo ich glaube, dass das in Zukunft einfach noch sich sehr gut durchsetzen wird. Jeff Bezos, wie gesagt, habe ich Vertrauen in seine Madness sozusagen, sich einfach selber immer wieder herauszufordern, seine Mitarbeiter, sein Unternehmen und einfach wirklich diese Innovation immer voranzutreiben. Mhm. Sehr schön, er hat auch mal erzählt, das ist schon ewig her, irgendwie in einem gemeinsamen Interview. Ja, also Leute, ihr könnt schon darauf warten, bis wir die Preise erhöhen, was ja sozusagen den Vorwurf gibt, irgendwann, wenn genug Leute drin sind, erhöhen die dann auch die Preise oder irgendwas. Und da hat er auch gemeint, ja Leute, ihr könnt ihr lange darauf warten, im Zweifel, wenn dann, wir senken sie, wenn dann. Also das fand ich sehr schön, weil er auch erklärt hat, okay, mit diesem Online-Business hast du halt jetzt nicht so die Mega-Fixkosten. Also du hast natürlich Fixkosten, aber die sind irgendwie, die gehen jetzt nicht krass nach oben, wenn du einfach ein bisschen mehr verkaufst. Und er hat einfach gemeint, mit diesem Scale ist das halt dann ziemlich krass, wenn du einfach diese Mega-Größe hast und die hat halt einfach nur Amazon und die wird sicherlich noch krasser werden, dann kannst du halt im Endeffekt alle platt machen und das machen sie ja heute schon. Absolut. So, aber jetzt schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet. Schreibt auch bitte in die Kommentare, ob ihr es möglicherweise anders seht als wir. Also was ihr von Amazon, von dem Unternehmen, von der Aktie und von der Strategie haltet, das wird uns auf jeden Fall tierisch interessieren. Und was Amazon auch ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, was Amazon vielleicht auch gefährden könnte. Also wenn ihr da eine Idee habt oder irgendwie, bitte ja gerne her damit. Also ne, also wir sind ja schon so positiv eingepeitscht auf Amazon irgendwie, dass wir möglicherweise ja auch was übersehen haben oder so. Also deswegen, schreibt bitte in die Kommentare. Galeria Kaufhof zum Beispiel haben wir vielleicht übersehen am Ende. Zalando. So, aber jetzt bitte Daumen nach oben, schön fleißig kommentieren, abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sind raus, Leute. Wir sehen uns bis bald. Bis dann. Ciao.